So, Leute. Wir gucken uns heute mal das Einsteigerpaket Magic the Gathering an zu. Ich glaube M21. Ich glaube, der ist M21. Das ist eine Nikoya-Karte. Ein sehr hochgelobtes Produkt, sage ich mal. Ein wahnsinnig, wahnsinnig günstiges Produkt vor allem. Und deshalb gucken wir hier mal rein. Wizard hat ja jetzt aktuell eben so diesen Trend, Produkte günstig zu machen, zumindest in dem Moment, wo ich das hier aufnehme. Es ist eine Vorproduktion, tatsächlich eine ziemlich weite Vorproduktion, falls mir irgendwann mal die Videos ausgehen. Das heißt, ihr wisst, wenn ihr das hier seht, hatte ich am Montag mal wieder nichts zum Aufnehmen. So, gucken wir uns mal in diesem Päckchen hier um. Dieses Einsteigerpaket soll halt explizit für Einsteiger gedacht sein. Logischerweise. Weg. So, was haben wir denn hier drin? Wir haben bereit, das Spiel zu lernen. Magic Arena. Ziemlich großes. Ziemlich groß. Dieses Werbungsding. Dann häufig gestellte Fragen. Glossar, Spielanleitung. Hier ist auch noch ein Tutorial. Dann haben wir zwei Pappboxen. Ja. So wie die sich anfühlen und passen da keine gesleeften Versionen des Decks rein. So, jetzt weiter geht's. Entschuldigung. Ja, gucken wir uns mal an, was wir hier drin haben. Zwei Promokarten. Einmal der Vitu, Dorn der Rose des Zwielichts mit einem schwarzen Deck. Das gucken wir uns zuerst an. Ja, hier, so ein schöner Ding zum Aufmachen hier. Da drin ist ein Dämon des Abscheus, das ist jetzt nicht so viel wert. Ich meine, der Foil Vito ist schon geil, aber ja, der ist nicht so viel wert. Dämonische Umarmung, zwei richtig coole Karten tatsächlich. Blick in den Abgrund, auch eine ziemlich coole Karte. Noch eine Rare. Unterwelt-Wachposten, die kenne ich gar nicht. 5 Mana 4-5, wenn er angreift, schicke eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof, deine Vagant ins Exil. Wenn er stirbt, bringe alle Kreaturen. Wow! Okay, der ist gut. Krass, also sind nicht die schlechtesten Karten. Dann kommen hier so ein paar Stinkbold, Gnadenstoß, ein paar Kamms, 3 Mana 1-5er ohne Effekte. Aber das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Wandelnde Leichen, Länder, Blocken und wahrscheinlich, ja, hier ist ein Arena-Code für das Deck und hier ist nochmal eine Erklärkarte. Das ist jetzt nicht schlecht. So, gucken wir uns mal das Kugler der Affentitan an. Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es diese Dinge auch ohne Kugler und ohne Vito. Aber da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, die beiden werden nämlich auch hinten drauf. Und vorne drauf, zum Beispiel auch die Hydra. Und hinten drauf sind auch nur der und so eine komische Chimera. Da kommen wir wahrscheinlich gleich zu der Chimera. Ist falsch rum. Ist egal. So, Eisenschuppen, da ist die Chimera. Genau, die Hydra ist auch nicht schlecht. Und Jorvo. Jorvo ist auch nicht schlecht. Qualifizieren. Mächtige Bashropper. Das. Mal haben wir die Farbe. Epic Visionary ist fast ein Playset. Boah. Das ist auch nicht schlecht. Also, gerade für die Einsteiger und so weiter. Hier ist kein Code. Ah, dann ist das wahrscheinlich ein Code für beide Decks. Okay. Ja, aber gerade für Einsteiger ziemlich cooles Produkt. Mit ziemlich vielen coolen Karten. Ich finde es sowas halt ziemlich wichtig und ziemlich gut, dass man sowas macht. Weil ich finde, dass es einfach zu viele Mid-Range-Produkte aktuell gibt oder High-Class-Produkte, die man kaufen muss oder die irgendwie für Leute, die eine Menge Geld dafür investieren wollen, nur sind. Deshalb sind solche Starter-Decks eigentlich ganz cool, gerade weil sie auch echt zwei echt einigermaßen, also das heißt einigermaßen zwei eigentlich schon echt coole Decks abgeben. Gerade für Casuals. Ich meine, allein die Rares, da sind halt so gut wie keine Uncommons drin. Da sind halt einfach nur 5 Rares drin. Aber allein die 5 Rares sind halt schon ziemlich, ziemlich gut. Allein die Hydra. Ja? Das ist einfach, die ist wahnsinnig stark.
Wohingegen man halt in Schwarz auf jeden Fall mit Blick in den Abgrund, dämonische Umarmung, was auch eine ziemlich gute Karte ist, und diesem Typen, Heilige, echt auch eine gute, stabile Kreaturenbasis hat und Zauberbasis. Das ist, also es ist schon cool gemacht. Ich mag das tatsächlich. Ich mag das. Ich bin ein Fan dieses Produkts. Hieraus kann man vielleicht keine Standarddecks bauen, aber darauf sind sie auch nicht gedacht. Sie sind für Einsteiger gedacht, um das Spiel zu lernen. Ich werde die mal absleeven, gegebenenfalls werde ich die dann immer mal mitnehmen und mit irgendwem spielen. Ich habe da schon jemanden im Blick, dem ich das Spiel beibringen möchte, wo man hier bestimmt ganz cool ein bisschen mitspielen kann. Gut. Das ist ein kurzes Unboxing. Es ist auch nur ein ziemliches Casual-Produkt, wo ich halt nicht auf die Tiefe der Karten eingehe. Aber es sind zwei ziemlich, ziemlich coole Decks. Und wenn ihr die Chance habt, das Ding günstig irgendwie zu bekommen für so 6, 8 Euro, nehmt es einfach mit. Nehmt es einfach mit. Es ist ziemlich, 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 ziemlich cool. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.